Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hof Bergmann. In der letzten Folge haben wir uns ja diesen schicken Mercedes-Benz hier gekauft und den werden wir in den nächsten Folgen natürlich auch noch sinnvoll einsetzen. Das heißt, in Zukunft werden wir damit Fleisch, Milch, Butter, Käse, Eier, vielleicht auch noch andere Sachen transportieren. Und ich glaube nach wie vor, es war auch eine gute Investition und wenn ich mir so eure Kommentare unter der letzten Folge durchlese, dann habe ich das Gefühl, ihr wart da ähnlicher Meinung. Insofern bleibt ihr auf dem Hof und heute steht direkt die nächste Investition an, denn wir werden unseren Kühen eine Weide schenken. Das wird eine sehr aufwendige Sache. Warum, erkläre ich euch gleich noch. Vorher aber zwei, drei Worte zu der Kleewiese hier, denn ich habe kurz auf dem Rückweg von unserem Ziegengelände, nochmal schnell angehalten, weil ich euch kurz die Kleewiese zeigen wollte und zeigen wollte, die steht in voller Blüte. Ich meine, wir sehen hier noch so ein bisschen unsere Fahrspuren von dem großen Harvester, der hat hier natürlich viel kaputt gemacht, ne? Aber im Prinzip kann man die jetzt mähen und da sollten wir uns auch ranhalten. Ich hoffe, wir schaffen das noch an diesem Ingame-Tag hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber je früher wir das machen, desto höher ist die Chance, dass wir dann noch einen zweiten Schnitt so, ja, Ende des, Sommers oder Anfang des Herbstes machen können und das erhöht die Wirtschaftlichkeit, weil wir daraus natürlich auch Futter herstellen können und je nach Tierart wird hier gar nicht so viel Futter benötigt. Das heißt, es könnte dazu reichen, die über ja, ein, zwei Monate zu versorgen mit dem kleinen Stück. In der Realität funktioniert das vermutlich so nicht, aber hier im Landwirtschaftssimulator offensichtlich schon. Insofern sollte man das auf jeden Fall im Kopf behalten und ich würde sagen, wir machen den Motor aus, parken den Mercedes hier und werden den dann in den nächsten Folgen hier mit Käse bestücken. Denn Ziegenkäse und Kuhmilchkäse werden ja hier produziert. Und da wird in den nächsten Folgen auch noch einiges kommen. Denn sowohl Ziegen als auch Kuhmilch haben wir mehr als genug. Und dann können wir das Ganze hier nochmal auf Anschlag bis auf Anschlag laufen lassen. Das wird uns allerdings heute nicht beschäftigen. Denn wir werden uns wie gesagt heute das neue Grundstück kaufen. Dazu würde ich sagen, gehen wir hier erstmal in die Grundstücksübersicht und werden direkt mal zu lang. Und zwar bei diesem Grundstück hier. 78.124 Euro haben wir aktuell auf dem Konto. 73.667 Euro kostet dieses Grundstück. Das heißt, finanziell wird es jetzt wieder ein bisschen enger. Ich würde sagen, wir kaufen es. Zack. Jo. Und jetzt ist der Lachs auch schon gekauft. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Peter Zwiegert, ich habe ihn schon auf der zweiten Leitung hier, der Schuldnerberater unseres Vertrauens. Die Lage ist aber, so viel kann ich beruhigen, nicht ganz so dramatisch wie es aussieht, denn in der letzten Folge habe ich ja das Mähwerk zum Händler gebracht. Ich habe aber ehrlicherweise vergessen, das dann auch zu verkaufen, das heißt, das liegt da noch, ich werde es gleich mal verkaufen. Vorher werde ich aber noch mal ein bisschen Mist hier umfüllen, denn in der letzten Folge habe ich ja damit angefangen, hier vorne Mist aus dem Kälberstall rauszuschaufeln. Das habe ich auch nach der letzten Folge noch mal ein bisschen ordentlicher gemacht. Aber ihr seht, den Rest habe ich da irgendwie nicht rausbekommen. Also das, was da so ganz tief auf dem Boden liegt, das kriege ich da irgendwie nicht rausgekratzt. Wie auch immer, jetzt ist unser Anhänger hier irgendwie so zur Hälfte gefüllt. Wie viel da genau drin ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall noch Platz. Es wäre dumm, jetzt einfach so zu fahren. Deswegen mache ich den noch komplett voll. Und zwar mit unserem Kuhmist, der ja hier immer abgelagert wird. Und da habt ihr mir ein paar Ideen in die Kommentare geschrieben. Unter anderem, dass ich dem Merlo hier einen, ja jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie genau die Schaufel eigentlich hieß. Das war irgendeine Greifschaufel oder so, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß aber, was ihr meint. Es gibt nämlich Schaufeln mit so einer Art Gitter oder mit so Zinken vorne dran. Und die werden oft entweder zum Silage verladen oder eben auch zum Mist verladen genutzt, weil die das noch so zusätzlich so ein bisschen aufhalten. In der Realität durchaus sinnvoll, hier im Landwirtschaftssimulator finde ich es aber ehrlich gesagt ultra kompliziert, das immer mit dem Joystick zu bedienen, weil man ja nicht nur die Schaufel selbst dann bedienen muss, sondern eben immer noch vorne dieses Gitter öffnen und schließen muss. Ah, das macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß, deswegen werde ich darauf erstmal verzichten. Die Idee ist wie gesagt gut und es ist auch realistisch, aber ich glaube, da werde ich mich so ein bisschen von der Realität entfernen. Weil das, ja, also ich habe in einigen Projekten mal damit gearbeitet, auch hier mit meiner Seitenkonsole. Ja, es ist, na, das war die falsche Taste, so. Es ist nicht uninteressant beim Zuschauen, aber beim Spielen finde ich es doch eher störend.
Ein anderer Tipp war aber sehr, sehr gut zum Thema Zinken. Denn es ist so eine Sache, wenn man nur den Landwirtschaftssimulator spielt, dann achtet man, glaube ich, oft nicht darauf. Aber wenn man in der Realität mit dem Trecker und dem Fronter da unterwegs ist, dann achtet man sehr penibel darauf, weil man das dann vermutlich irgendwann mal eingebläut bekommen hat. Nämlich, dass man die Zinken runter macht, wenn man mit einem Frontlader auf der Straße unterwegs ist. 2,50 Meter, habt ihr gesagt, die ganze Aufhängung und dann die Zinken nach unten senken. Ja, ich werde versuchen, in Zukunft darauf zu achten. Das ist aber wirklich so eine Sache, wenn man das, also ich bin ja in der Realität noch nie Frontlader irgendwie gefahren. Und ihr habt es mir schon oft geschrieben, ich habe schon oft falsch gemacht. Aber wenn man es in der Realität nicht macht, dann und hier ja auch gar keinen KI-Verkehr oder sowas hat, dann vergisst man es, glaube ich, einfach. Insofern seht es mir nach. Ich werde aber versuchen, in Zukunft das anders zu machen. Aber ich musste lachen. Habt ihr natürlich recht. In der Realität wäre es sehr schlecht, wenn man so fahren würde. Hätte man noch die Heckscheibe des vorausfahrenden Fahrzeugs aufgegabelt. So. Dann ist es fast voll, aber ich denke, eine Schaufel kriegen wir noch rein. Oder vielleicht so eine halbe Schaufel. Und dann haben wir es auch schon. Dann können wir nämlich starten. Und die ganze Geschichte hier wegbringen. Ich habe es eben schon angesprochen, das wird heute eine ultra aufwendige Geschichte hier. Denn eigentlich treibt man die Kühe ja von dem Stall in die Weide, auf die Weide. So kenne ich das jedenfalls, dass es dann einfach den großen Umzugstag gibt und dann werden die Straßen mal gesperrt und dann wandert die ganze Kuhherde darüber. Das geht hier leider ja nicht im Landwirtschaftssimulator. Ist echt so ein Feature, habe ich schon mal gesagt, vermisse ich hier so ein bisschen. Genau wie andere Sachen. Also es gibt ja noch so eine ganze Palette an Features, die man hier irgendwie vermisst. Wäre aber auf jeden Fall cool, wenn das ginge. Aktuell geht's nicht. Das heißt, wir werden heute jede Kuh mit dem Transporter rüber transportieren. Ich weiß nicht genau, wie viel Kühe in unseren Tiertransport reingehen, aber und es sind ja auch nur ein paar Meter, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert. Deswegen werde ich das heute mal im Zeitraffer machen und auch die Mistabfahrt hier. Auch das werde ich heute mal im Zeitraffer machen. Ganz einfach, weil es sonst zu lang dauert. Also ich glaube, das kriegen wir sonst nicht hin. Und auf dem Weg werde ich dann nochmal das Mähwerk verkaufen, wie eben erwähnt. Das ist jetzt hier die letzte Schaufel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jo, mehr geht nicht rein. Dann machen wir das runter. So, und dann lassen wir den hier stehen. So. Den Rest kann ich dann mal ein anderes Mal machen, aber ich wollte das erstmal abschließen, weil ich nämlich den Fan dazu nutzen wollte, die ganze Aktion hier zu machen, zu erledigen mit dem Kuh-Transport sozusagen. Und dazu wollte ich erstmal die Geschichte mit dem Mist abschließen, sodass ich da dann auch erstmal einen Haken hintermachen kann. Denn wir brauchen den Mist dringend bei der Winzerei. Da bringe ich den jetzt gleich hin. Auch das mache ich, wie gesagt, im Zeitraffer. Dann werde ich noch das Mähwerk verkaufen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. We'll be right back.
bin zwar noch nicht mal ansatzweise durch mit der ganzen Geschichte, aber nach 3-4 Touren dachte ich mir, gut, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Das heißt, ich lade jetzt nochmal mit euch zusammen die letzten Kühe hier ab. Ihr seht, ich habe auch immer fleißig den Kuhstall zugemacht. Und ich habe, während ich hier so meine Runden gedreht habe, die ganze Entscheidung nochmal überdacht und bin mir jetzt aktuell gar nicht mehr so sicher. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie eine große Investition getätigt habt in eurem privaten Leben und dann auf einmal was gekauft habt und dann merkt, ah, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Brauche ich das neue iPhone wirklich? War es das wirklich wert, dass ich jetzt pleite bin? Und so in etwa geht es mir jetzt hier mit der Wiese bzw. der Weide. Denn ich glaube, das ist schon eine gute Investition gewesen grundsätzlich. Aber ich habe gerade mal nachgeschaut und man muss hier schon noch relativ viel zufüttern. Also ich weiß nicht, ob es die gleichen Mengen sind, die man auch in der in dem Kuhstall braucht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen weniger ist, aber wenn ihr da mehr wisst, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Hier auf der Hof Bergmann. Ich weiß nicht genau, wie das gelöst ist. Vor allen Dingen ist mir aber aufgefallen, dass die Kälber ja in Zukunft ganz allein in dem Stall sein werden. Das ist ja eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Naja, aber damit müssen wir wohl leben, ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon mal Wasser aufgedreht und den Rest werde ich dann in den nächsten Folgen mal machen. Also wir werden hier nochmal ein bisschen Futter ankarren. Dann sind die Kühe auch erstmal versorgt. Aber es ist doch ein herrliches Bild hier, wenn die Kühe auf der Weide grasen. Mensch, da kann ich mich dran gewöhnen. Und das Gute ist, und das war ja auch ein Grund, warum ich es gemacht habe, also einerseits, weil ich es immer schön finde, hier die Kühe auf der Weide zu sehen. Andererseits aber auch, wenn ich euch das mal kurz zeigen kann, weil man hier diesen Melkautomaten hat und dann auch hier am Tank vermutlich. Ich guck mal gerade, wo hier der entsprechende, hier. Hier ist der Anschluss. Hier können wir dann später die Milch mitnehmen und die Molkerei, die ist ja nur, ich würde mal sagen, 500 Meter weiter oder sagen wir mal 800, 900 Meter. Also das ist ja nicht weit. Insofern wird der Milchverkauf in Zukunft ein bisschen schneller vonstatten gehen. Und da wir am Tag so ungefähr 2-3 Touren machen, wird sich das schon auszahlen und eine große Arbeitserleichterung sein. Insofern war es vielleicht keine schlechte Idee, aber man muss auch weiterhin dafür sorgen, dass die Kühe hier versorgt sind. Also es reicht jetzt nicht einfach hier die grasen zu lassen, sondern man muss auch weiterhin offensichtlich Futter hier hinschicken bzw. hinfahren. Gut. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe einige Touren gemacht. Die eine Weide, die kleinere Weide, ist komplett leer. Unser Kuhstall hat sich schon einigermaßen geleert, aber auch da ist noch ordentlich Luft nach oben. Ich denke, so 5, 6, 7 Touren sind es noch. Ich werde noch bis zur nächsten Folge noch 2-3 Touren machen und dann in der nächsten Folge die ganze Geschichte hier abschließen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann auch nochmal gucken, dass ich, wie gesagt, hier Futter hinbringe. Vielleicht können wir in der nächsten Folge dann auch den kleinen Transporter nutzen und ja, eigentlich hätte ich in der nächsten Folge auch noch ganz gern die Wiese gemäht. Aber das kriegen wir, glaube ich, gar nicht mehr hin. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie schaffen. Wie auch immer, ich würde sagen, wir machen hier die Tür zu. Ich fahre jetzt noch ein paar Runden und danke euch fürs Zuschauen. Ihr habt mich auch darauf hingewiesen, dass ich in der letzten Folge das Mähwerk, was ich jetzt verkauft habe und was uns jetzt auch sprichwörtlich den Hintern rettet, dass ich das über den Boden geschliffen habe. Das ist richtig, das ist mir auch im Schnitt aufgefallen. Und da dachte ich mir, also ist mir ja schon in der Folge aufgefallen, aber wie lange ich das hinter mir hergeschliffen habe oder geschleift, ich weiß es nicht. Das ist mir erst im Schnitt aufgefallen und da dachte ich mir, Ansgar, hättest du mal drauf achten können. Aber das große Problem im Landwirtschaftssimulator ist ja, dass man keinen Sound hat, ne? In der Realität würde es ja unglaublich scheppern, wenn das Mähwerk über, vor allen Dingen über das Kopfsteinpflaster so schrappt. Das wäre ja ein unüberhörbares Geräusch. Und man würde es auch am Widerstand merken. Ja, hier im Landwirtschaftssimulator fehlt ja immer so ein bisschen was an der Soundkulisse. Da würde ich mir auch wünschen, dass das in irgendwie dem nächsten Landwirtschaftssimulator, wann auch immer der erscheint, noch gefixt wird. Und Thema Landwirtschaftssimulator, Giants wird mir was zuschicken, was wieder mal unglaublich ist. Und ich habe von Giants ja schon eine Switch irgendwann mal zugeschickt bekommen. Die werde ich irgendwann mal verlosen, weil ich selbst bin kein Switch-Spieler. Könnt ihr dann irgendwie, wenn ihr da Interesse dran habt, den Landwirtschaftssimulator drauf zocken. Aber jetzt kommt noch eine größere Sache. Ich werde euch das Anfang nächster Woche mal auf Instagram zeigen. Ich weiß nicht genau, wann das hier ankommt. Ich nehme mal an, so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, irgendwas davon.
Aber ich werde es euch dann auf jeden Fall mal zeigen und dann muss ich mir mal überlegen, was ich damit mache. Denn zum Verlosen ist es eigentlich ein bisschen fett. Aber seid gespannt, verfolgt Instagram Anfang nächster Woche. Das soll es soweit für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.